wie man Spiele in Roblox entwickelt. Deshalb legen wir los. Also, man geht auf die Seite roblox.com/squid. Loggen uns nicht ein. Man geht auf Start Creating. Und Roblox Studio geht auf Mac und Windows. Sonst auf nichts. Download Studio wird runtergeladen. Öffnen. Okay, dann sehen wir hier, wir haben Roblox Studio öffnen. Können ist sicher, also können wir öffnen. Und dann wird es konfiguriert. Okay. Das war jetzt nicht gewollt. So, dann sehen wir, es wird konfiguriert. Es geht. Es ist fast fertig. Hallo. So, zack. Dann sehen wir, es ist. Dann Studio starten. Ja, und wir sind schon angemeldet. Ihr müsstet euch noch anmelden, ne? Und zack, sind wir in Roblox Studio. Später werde ich euch mehr erklären. Heute zeige ich euch das erste Ding, was wir machen. Aber ja, es wird ein Erklärspiel. Und ich glaube, wir nehmen uns mal das, was Classic ist. Also, hier kann man sich noch Themen und so auswählen. Themen Gameplay. Aber was ich hier eigentlich will, ist, glaube ich, hier die Baseplate, weil das ist einer der besten. So. Dann kann man, ist hier ein Terminal zum Beispiel. Also zuerst gibt es so Dinge, die man hier drauf machen kann. Also man könnte ja jetzt ganz einfach zum Beispiel. Nehmen wir uns mal ein Haus. Wir nehmen uns mal hier ein ganz normales Haus. Da muss man dann draufklicken. Und dann haben wir hier ein ganz normales Haus. Hoppla. Ja, man muss runterklicken. Ah, mit W kann man. Mit WASD-Steuerung ist normal. Hier kann man auch noch Dinge weglöschen. Dann sehen wir hier ja, dass wir ein Haus gespawnt haben. Mit Q kann man runtergehen. Nach unten. Und mit E kann man hochgehen. Mit W kann man nach vorne. S hinten. A zur Seite. D auch zur Seite. Also nach links und nach rechts. So, dann haben wir hier noch die ganz normale, also dann gibt es auch diese Scroll-Funktion. Danach, wenn man mit dem Rechtsklick durch die Gegend scrollt, dann geht die Kamera in die Richtung. Das kann man hier übrigens auch hier hinpacken.
Man kann auch hier ins Handy-Modus gehen. Dann ist es das Handy. Kann man hier noch 1000 Dinge machen. Man kann auch die Strukturen verschieben. Zum Beispiel. Und so. Hier kann man auch alles löschen. Hier kann man auch den Chat löschen zum Beispiel. Oder alles hier. Und man kann hier auch auf Spielen drücken. Und das ist dann das Testspiel. Also wir gehen jetzt rein und spielen es. Rein theoretisch. Das ist ganz normal, als würdest du Roblox spielen. Dann siehst du hier, wir haben ein wunderbares Haus. Dann gehst du rein. Dann gibt es hier 1000 Räume. Also ich glaube, hier ist die Garagentür. Warte, das ist so. Hier ist dann noch Heizung und so. Hier ist dann eine Toilettenkabine. Man kann sich auch nicht immer auf die Sofa setzen. Übrigens. Oder so. Hier ist dann so ein Computerraum. Und ja, man kann auch, wie man hier aufhört, da geht man aus sich raus. Stopp. Und ich habe hier jetzt Home. Ja, so. Dann sind wir in der Toolbox. Wir haben noch Edit Your Part. Dann hat man hier dieses komische Ding hier. Model Geometric oder Physical. Und man kann noch viel mehr machen. Man kann nämlich hier zum Beispiel Baseplate. Da kann man zum Beispiel die Farbe ändern auf grün oder schwarz. Man kann den Material verändern, zum Beispiel auf Eis oder aus Neon oder aus Plastik oder zum Beispiel aus Gras, so ein Leafy Gras oder Limestone kann man auch machen. Ja, man kann hier alles machen. Man könnte hier rein theoretisch alles wegmachen oder dazu machen. Kann sich hier auch übrigens Krypto und so nehmen. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann ein paar Commands hier, die man hier reinmachen kann und so. Ja, und beim nächsten Mal gibt es dann sehr gute Dinge, die ich euch dann zeigen will. Aber was ich euch noch zeigen will, ist eins. Nämlich will ich euch mal zeigen, sagen, dass ich mich für die 500 Aufrufe auf mein April-Schätz-Video freue. Und dazu werde ich jetzt diese nächste Woche auch ein Special machen. Also, und wie man hier rausgeht, ist hier Baseplate, dann ist es Changing, dann machen wir es jetzt. Ja. Oder man lasst einfach, gell? Also das ist jetzt unsere Welt. Also, wir können jetzt unsere Änderung hier saven, dass wir das wegmachen. Yes. Ich glaube, Publish Without Granting ist nicht gut. Aber Grand Premissions, dann kann man hier sein Spiel benennen. Tobi. Guide nennen wir das. Description. Bla bla bla. Creator Me. Gerne All. Compute Konsole ist nicht so gut. Save. System Basic Info. Loading Place. Guide. Ja, und dann könnte man hier rausgehen.
Place 2. Anand Squares Place Number 4. Dann kann man das auch schön schließen. Hier sind dann die Spiele, die man dann hat. Hier, bla bla. Okay, also, dann sage ich heute mal ciao, bis zum nächsten Mal.